hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und auch einer neuen Videoreihe. Und zwar habe ich bei Nintendog auf dem Discord gesehen, dass er heute eine Animal Crossing Hardcore Challenge startet. Und ja, da möchte ich gerne mitmachen und deswegen starten wir jetzt quasi die Insel neu. Ich habe hier natürlich noch gerade meine alte Insel per Schlummeranschrift gesichert, aber wir werden sie jetzt hier zusammen löschen. Und währenddessen habe ich die Regeln, die er aufgeschrieben hat, ins Deutsche übersetzt, weil er sie natürlich nur im Englischen hat und wir hier ja auf einem deutschen Kanal sind. Und ja, wir löschen jetzt mal die Speicherdaten und starten eine neue Insel. So. Das hätten wir schon mal gemacht. So, und zwar hat er Regeln aufgestellt zu der Hardcore-Challenge quasi. Und wir starten jetzt hier einfach neu. Und zwar sind die Restart- oder Neustart-Regeln auf alle Fälle, du darfst nur ein einziges Mal neu starten. Also wenn ich zur Inselauswahl komme und mir die Inselauswahl nicht zusagt, darf ich es nur einmal neu versuchen und dann muss ich eine der vier Inseln auswählen. Der Inselname wird von einem Inselnamen-Generator kreiert. Da darf ich aber so oft neu generieren lassen, bis mir der Name einigermaßen zusagt. Und die letzte Neustartregel ist auf jeden Fall, die Startbewohner suchen sich ihren Platz für ihr Haus selbst aus. Also ich darf den nicht wählen, sondern den wählen sie selbst. So, guten Tag, tritt näher, nur keine Scheu. Ich würde sagen, wir klicken jetzt einfach direkt durch zu dem ersten, ja, zu der ersten Inselauswahl. Und solange erzähle ich euch die weiteren Regeln. Die Bewohnerregeln sind, dass mindestens ein Startbewohner neu behalten werden muss, bis man sein Foto bekommen hat. Dann darf er erst ausziehen. Das ist so die oberste Regel, die man so hat. Wenn ich allerdings jetzt hier bei der Inselauswahl direkt neu starte, dann muss ich beide Bewohner, also beide Anfangsbewohner behalten, bis ich von beiden das Foto habe. Genau, ich bin ein bisschen, Multitasking ist gerade nicht so mein Ding. Mit allen Bewohnern, die eine Sprechblase haben, müssen wir sprechen. Man kann nur einem Bewohner pro Tag etwas schenken. Wenn einer deiner Bewohner ausziehen möchte, muss man ihn gehen lassen, außer es ist eben der Startbewohner, von dem man noch kein Foto hat, der muss bleiben. Also diese Regel ist überall. Campingplatzbewohner müssen eingeladen werden, auch da, nur wenn er quasi nicht den Startbewohner kicken möchte. Für eine Bewohnersuche haben wir nur 10 Meilen-Tickets. Dann musst du entweder den 10. Inselbewohner nehmen oder du lässt das Auto füllen. Dann darfst du nur eine Meileninsel pro Tag besuchen, wo du dann quasi auch Materialien und so abbauen kannst. Außer bei der Bewohnersuche, da darfst du eben 10 Inseln besuchen. Dann keine Amiibo-Karten und es dürfen auch keine Sanrio-Items irgendwie verkauft werden. So, dann kommen wir zu den anderen Regeln, die ich hier noch habe. Ich lese sie mal vor. Wir haben tägliche Aufgaben, die wir quasi nutzen müssen. Wir müssen alle 5 Nuckmeilen plus Aufgaben erfüllen, also die man am Anfang bekommt, die immer zweifachen oder fünffachen Wert kommen. Wir müssen einmal diesen Frühsport an dem Radiorekorder machen. Wir müssen immer unser Gemüse gießen. Sollten wir einen NPC wie eben Gulliver oder so auf der Insel haben, müssen wir seine Aufgabe machen. Wir müssen jeden Tag mindestens einen Teil in Nux und einen Teil in der Schneiderei kaufen. Und wenn wir sie freigeschaltet haben, müssen wir uns jeden Tag eine Vorhersage bei Katrina geben lassen. Dann sind die Regeln auch, innerhalb von 7 Tagen dürfen wir Zeitreisen, aber nur quasi, wenn wir Montag haben, bis zum Sonntag und nicht weiter. Aber in diesen 7 Tagen dürfen wir quasi hin und her reisen, so wie ich das verstanden habe. Man muss jeden Tag eben einen Teil kaufen. Alle Fische
Insekten, Meerestiere, Fossilien oder Kunstwerke müssen erst ins Museum gespendet werden, bevor wir sie verkaufen dürfen. Dann kommen wir zu den Designs. Man darf nur selbst gezeichnete Kleidung tragen oder wenn ein anderer Teilnehmer der Hardcore Challenge seine Designs in der Schneiderei ausgehangen hat, darf man sich die holen. Du musst jeden Tag dein Outfit ändern, außer Hüte, Brillen und Accessoires. Die dürfen natürlich bestellt werden und benutzt werden. Wenn ich ein Outfit gepixelt habe, muss ich es in meiner Schneiderei ausstellen. Du darfst nur Designs nutzen, die du selbst gemalt hast, also Straßen und Boden und so. Wir wissen ja alles, wenn wir zum Beispiel eine Stadt bauen, müssen wir die Straße selber pixeln. Deine Inselflagge musst du selber zeichnen. Und Bewohnerhäuser dürfen erst dann versetzt werden, sobald man den Bewohner beschenken kann. Dann gibt es allgemeine Regeln. Gemüsefelder, man darf nur 4 Felder haben, die je 3x3 groß sind. Das Gemüse muss immer diese 3 Früchte tragen, bevor wir es ernten dürfen. Man darf nur 9 Fruchtbäume und 4 Palmen pro Tag ernten und verkaufen. Rüben sind erlaubt, aber man darf sie nur auf der eigenen Insel verkaufen. Man darf beim anderen Spieler, der die Hardcore-Challenge auch macht, auch Rüben kaufen. Und es gibt einen Sonntagsflohmarkt, bei dem wir bei anderen Hardcore-Teilnehmern quasi, da dürfen wir besuchen und dann dürfen wir bei diesem Flohmarkt einkaufen und verkaufen. Sind wir der Flohmarktveranstalter, dürfen wir aber selber nur 10 Items verkaufen. Wenn ich einen anderen Flohmarkt besuche, muss derjenige quasi eine Spendenbox aufstellen und ich muss 2000 Sternis da reinwerfen. Es dürfen aber auch als Veranstalter nicht mehr als 5 Flohmarktbesucher kommen und die, die Rüben kaufen wollen bei dir, zählen dazu. Wir dürfen keine Treasure Islands nutzen, kein Nookerson. Insekten dürfen wir nur an Flick verkaufen, Fische nur an Seachair und Unkraut nur an Leaf. Materialien und gebastelte Sachen im Nux. Alle anderen Items dürfen nur auf diesem Sonntagsflohmarkt verkauft werden. Gemüse, Früchte, Meerestiere, saisonale Items wie Pilze, Eicheln, Muscheln, Blumen, Zapfen und sowas nur in der Verkaufsbox. Geldbäume, da dürfen wir nur das eingraben, was wir auch ausgegraben haben. Und kein Tausch mit anderen Spielern von Blumen und kein Verkauf von Fossilien. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig vorgelesen und alles richtig verstanden. Wenn nicht, dürft mich gerne in den Kommentaren verbessern. Aber das sind jetzt so unsere Startregeln. Und wir schauen uns jetzt mal die ersten 4 Inseln an und ich hoffe, dass wir nicht mal starten müssen. Dann lasst mal sehen, ihr zwei, welche Inseln haben wir zur Auswahl? Gucken wir mal. Okay, Langer Steg. Die sieht eigentlich schon echt gut aus. Die hat auch einen langen Steg. Eine große Peninsula, die ist auch super. Die hat auch... Die wird es nicht, weil die hat 2 Flussläufe im Süden, die gefällt mir nicht. Ich bin eigentlich ziemlicher Fan von der. Die Peninsula ist groß, wir haben nur eine Flussmündung unten. Das Rathaus ist echt ziemlich weit weg vom Flughafen und wir gucken uns jetzt die hier an. Die nehmen wir. Wir müssen nicht neu starten. Und damit haben wir schon mal... Die größte Hürde genommen, wir müssen nicht neu starten, das heißt, es muss nur ein Startbewohner bleiben, bis wir sein Foto haben. Wir werden sehen. So, dann springen wir direkt zur Insel. Und Kirschen, damit kann ich super leben. Ich mag Kirschen sehr gerne. Eigentlich ist es mir so ziemlich egal, was für eine Frucht wir haben. Ich mag sie eigentlich alle. Am wenigsten mag ich Birnen, aber wir haben Kirschen, also kann ich damit wirklich super leben. Und wir haben... Ah ja, die Bewohner sind doch gar nicht schlecht. Auch mit denen kann ich leben. Vor allem hier den guten Kerl hier können wir behalten. Wir haben Paula.
Und wir haben Frank. Und Frank finde ich eigentlich ziemlich cool mit seinem Blatt am Hinterkopf. Wir gucken jetzt einfach mal hier neugierig, wie sieht es hier so aus. Der Strand ist ziemlich breit. Hier können wir gut Sachen platzieren. Ich weiß noch gar nicht, ob ich sie direkt an den Strand setzen will. Weil, wieso auch, wir wollen ja hier eine kleine süße Insel gestalten. Und man kann ja ungefähr vorher überlegen, wo man sie hin tun möchte. In welche Richtung das Inselthema geht, weiß ich noch gar nicht. Aber, ja. Gucken wir mal, vielleicht können wir irgendwo sehen, was für eine Inselblume wir haben. Sieht man hier irgendwo was? Oder? Ich kann es nicht erkennen. Ich kann es nicht erkennen. Oh, ich glaube, es sind Anemonen, oder? Sind das? Ja. Ja, super Blumen. Auch damit kann ich leben. Ich mag zwar Kosmeen lieber, aber auch mit denen kann ich leben. Ja, dann quatschen wir ihn direkt voll. Wir haben Paula, wir haben Frank und wir haben Nina. Ja. Na dann sind wir alle da. So, wir holen uns von Schlepp unser Zelt. Und dann suchen wir uns gleich einen guten Platz. Jetzt kontrolliere ich erst, wo die Paula und wo der Frank ihr Zelt hinstellen wollen, bevor ich mir überlege, wo ich meins hinstelle. Jetzt schauen wir mal, wo wollt ihr stehen? Hier ist der Eingang. Ah, du willst direkt am Eingang stehen? Okay. Dann setzt du dich mal direkt an den Eingang. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, ich muss erst meins platzieren. Ja, also so rum habe ich das halt noch nie gemacht. Also die beiden wollen hier wohnen. Ja, möchte ich am Strand wohnen? Will ich mich hierher setzen? Ja, ich glaube, ich packe mein Zelt erstmal an den Strand. Dann ist das wenigstens schon mal aus dem Weg. Weil die beiden dürfen ja ihr Zelt dahin setzen, wo sie wollen. Dann machen wir erst das. So. Nee, deine Stelle ist wirklich, wirklich super klasse. Dann darfst du natürlich das direkt dorthin stellen. Ziemlich cool, ja, total cool. Sehr gut, dann haben wir ihn schon mal platziert. Genau, dann wollen wir zu Paula. Paula will ja hier direkt gleich neben ihm wohnen. Hi Paula! Ja, du darfst natürlich dein Zelt direkt hier hinstellen. Sieht doch gut aus. Perfekt. Stell es mal dahin. Ja, das ist absolut großartig. Kann ich nur empfehlen, würde ich sagen. So. Ja, dann treffen wir uns, glaube ich, direkt am Zeltplatz wieder. Und dann kümmern wir uns um die Versorgung. Ich werde jetzt brav die Stöcke und das Obst einsammeln. Und wir sehen uns dann wieder, würde ich sagen. So, hier sind wir wieder. Und ich habe die 10 Äste und ich dachte, es sind 9 Kirschen, aber es waren nur 6 Kirschen, also ich habe 9 geerntet, aber das ist nicht so schlimm. Genau. Dann gucken wir gleich mal die Inselgemeinschaft. Genau. So. Jetzt jammert er uns ein bisschen voll, dass wir noch nicht 10 Leute sind, aber wir arbeiten dran, ne? So, ein richtiger Name müsste her. Oh, der hat einen Geistesblitz. Da kommt mir ein brillanter Einfall. Genau, wir sollten der Insel einen Namen geben. So, dann kommen wir zur Regel mit der Inselname muss von einem Generator bestimmt werden. Und ich hoffe, ihr könnt es jetzt so einigermaßen sehen. Ich versuche gerade das so ein bisschen in den
Ich weiß auch nicht, irgendwie. Sieht man das jetzt? Mal gucken, weil dass wir das irgendwie so ein bisschen... Naja, egal. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Und dann versuchen wir jetzt hier, ich habe jetzt hier ein paar Sachen ausgewählt. Und jetzt schauen wir mal. Hickory, Short River, Outgold, Peony West. Nein, Peony hatte ich ja schon. Sandpop, nein. Maple Bulb, nein. Purple Cove, nein. Glimmer. Ja, ich glaube, wir nehmen Glimmer. Glimmer finde ich irgendwie, mit Glimmer passt irgendwie zum Hardcore-Mode und deswegen nehmen wir Glimmer. Damit kann ich echt gut leben. Wir springen zurück. Ich habe Glimmer eingetippt und genauso nennen wir jetzt unsere Insel. Los geht's. Fertig mit Überlegen und ja, bereit, los. So, wir haben unseren Inselnamen ausgewählt. Demnach habe ich alle Regeln beim Restart der Insel befolgt. Wir haben nicht gerollt. Wir haben direkt eine der ersten vier Inseln ausgewählt. Wir haben den Insel von einem Inselgenerator bestimmen lassen und die Startbewohner durften ihren Hausspot selbst wählen. Wir haben uns an alle Regeln gehalten, hoffe ich. Wenn nicht, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, jetzt wurden wir natürlich zur Inselsprecherin gewählt. Wir sagen guten Tag. Es ist schön, dass ihr mir applaudiert. Danke. Ja, wir haben einen Namen, wir haben eine Inselsprecherin. Da drauf trinken wir. Und dann laufen wir einfach direkt in unser Haus und starten gleich mit den alltäglichen Aufgaben, die wir machen können. Ich weiß nicht, inwieweit da die Regeln so sind. Ich meine, Katharinas Vorhersage, jeden Tag können wir auch erst haben, wenn wir sie freigeschaltet haben. Genauso in Nooks und Ables. Denn mit dem NPC das geht. Ja, Gemüse können wir auch erst gießen, wenn wir es haben. Mal sehen, das mit dem Stretching, glaube ich, können wir machen. Und die Nook Malen Plus können wir auch erst machen, wenn wir sie freigeschaltet haben. Da werden wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Und ja, jetzt gehen wir ins Bett und dann sehen wir uns gleich am nächsten Tag. So, sind wir quasi am nächsten Tag angekommen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt los. Und hören uns das Gelaber von Tom Nook an und dann gucken wir, dass wir so weit wie möglich mit unseren Tasks kommen. So, zuallererst würde ich sagen, gucken wir gleich in unseren Briefkasten und sammeln die Sachen ein, die wir da bekommen. So, das sind... Einmal das Foto, eine Nintendo Switch und die Behelfswerkbank. Die können wir noch nicht erlernen, aber das macht nichts. Aber wir können die Sachen hier gleich platzieren. Dann ist das schon mal aus dem Weg. Die stellen wir einfach hier dahinter. Und dann haben wir hier gleich Paula. Sprechen wir mit der. Und da hinten läuft auch Frank. Frank können wir dann auch gleich. Genau, gib uns die Anleitung und dann hinten haben wir Frank. Dann haben wir mit Paula geredet. Haken wir auch gleich ab. Und dann holen wir uns da hinten gleich den guten Frank. Hallo. So, was kriegen wir von dir? Ein Outdoor-Hut. Aha. Okay, danke. Wie sieht der aus? Oh Gott, nein. So, wir dürfen ja bis auf Accessoires, also Schuhe und Socken, sollen wir ja nur selbst
gemachte Sachen dran. Das heißt, wir können die hier einfach gleich mal ausziehen. Also, wir sammeln hier mal als erstes all das hier ein, bevor wir uns um unsere Umzugsgebühren kümmern. Ist hier eine Muschel? Nein. Okay. Hier das hier mit. Die Bäume machen wir erst gleich. Genau, Materialien dürfen wir ja bei Nux verkaufen. Nur, ich glaube, Muscheln, da muss ich nachgucken. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich mich da so richtig reinkomme. Aber ich glaube, Muscheln nur in der Verkaufsbox. Das heißt, auch die kann ich jetzt nicht verkaufen. Die müssen wir auch sammeln, weil wir noch gar keine Verkaufsbox haben. Okay. Unkraut dürfen wir nicht verkaufen, weil wir das nur an Leaf verkaufen dürfen. Aber auch das können wir nachher schon mal einsammeln. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier gleich alle Äste erstmal mitnehmen. Obst, glaube ich, dürfen wir bei Nux verkaufen. Aber wir dürfen nur... Jetzt muss ich schauen, wie viel Obst darf ich ernten. Irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Hier ist noch ein Ast. 9 Fruchtbäume dürfen wir. Okay. 9 Fruchtbäume. Dann gucken wir. Hier haben wir 1. Okay, ich muss nachher noch nachlesen, ob wir die anderen auch abernten dürfen im Hardcommode oder ob wir, also quasi nur 9 Bäume verkaufen dürfen oder ob wir auch abernten dürfen. Ah nein, wir dürfen nur 9 abernten. Okay, nur 9 abernten. Gut, wir haben mit allen Bewohnern gesprochen. Jetzt schauen wir mal. Wir wollen ja die 5000 Meilen zusammenbekommen. Dazu können wir natürlich gleich ein Foto machen von uns Nackerfrosch. So, dann können wir in unserem Pass ändern. Und hier können wir auch gleich was abändern, weil wir müssen nachher eh noch unsere Flagge ändern. Aber das hier können wir direkt zu unserem durchsichtigen Design machen. Und das brauchen wir nachher sowieso. Ups. Das hier wollte ich. Clear. Okay. Damit haben wir das hier auch. Gucken wir mal. Okay, dann das Foto. Wir haben
an den Pass. Ich glaube, Kleidung selbst designen können wir eh noch nicht, richtig? Ja, okay. Gut, dann machen wir mal den Bastelkurs. Und dann gucken wir gleich mal hier am Meilenautomaten. Dann kriegen wir nämlich die Meilen. Ich glaube, mehr geht eh noch nicht, oder? So. 50 Meilen, Dankeschön. Dann können wir die Sachen, glaube ich, erlernen. So. Danke. Und dich hier. Wir wollen das kaufen. Wir müssen ja sowieso jeden Tag was kaufen. Einen Stuhl und einen Campingkocher. Ich will schon mal die Anleitung für die Schleuder, bitte. Ja. Okay. Mein erstes Bastelbuch, das nehmen wir auch gleich mit. Dankeschön. Und dann müssen wir natürlich laut den Regeln hier, die löschen wir weg. Und dann werden wir einen Post erstellen. Und zwar sind wir im Animal Crossing Horizons. Und wir haben den Hardcore. Kann ich hier ein Enter? Ah ja, perfekt. Und dann natürlich der Idee hatte. Ups. So. Okay. Aber wir können einen Schneemann bauen. Ich sehe es nicht mehr, wo ist er? Oh, das war knapp. Huiuiui. Das war knapp. So. Wo rollen wir dich jetzt hin? Hier, wir parken unseren Schneemann einfach hier auf die Peninsula. So, wie groß bist du jetzt? Okay, also noch, ich denke, jetzt müssen wir erstmal den zweiten suchen. So, hier habe ich den zweiten Schneeball gefunden. Den rollen wir jetzt zum anderen. Ich weiß nicht, ob er da nicht ein bisschen zu groß wird bis dahin. Aber ja, hilft ja nichts. Wenn ich den anderen so weit wegrolle, bin ich selber schuld. Aber jetzt schauen wir mal. Ich habe noch keine Schleuder, ne? Ich habe noch keine Axt. Das hilft noch nichts hier. So, wir rollen ihn jetzt einfach drauf. Schauen wir mal, ob er perfekt ist. Wahrscheinlich nicht. Ich bin Schneemehl. Okay. Mhm. Ich habe eine Anleitung bekommen. Oh, danke schön. Ah, ist nicht perfekt geworden. Okay, aber dadurch, dass er der Erste ist, bekommen wir natürlich etwas. Ja? Sehr gut. Gut. Und zwar hätte ich gern eine Schleuder. Ja. Und eine Gießkanne. Oh nein. Nein, 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 warte mal. Wir brauchen noch vier. Da reicht uns das Geld noch nicht. Jetzt gucke ich mal kurz. Jetzt stellen wir erstmal was her. Meine Katze, Entschuldigung, wenn ihr jetzt was hört, das war die Katze. Wir geben jetzt ihm kurz die drei Lebewesen. Sehr gut. Dann basteln wir jetzt die Axt. Etwas herstellen.
Und die Axt können wir herstellen. Danke. Was können wir noch herstellen? Die Eistapete, genau. So, und jetzt schauen wir mal, was bringt uns mehr Geld? Ich will was verkaufen. Was hast du anzubieten? Okay, ich möchte jetzt wissen, was kriegen wir für den Blättchenschirm? 300. Okay. Und was bekommen wir für ein Strohbett? 400. Okay. Also 100 mehr. Und wir brauchen für das Strohbett 20 und hier 15. Okay. 100, 300, 400. Okay. Auf alle Fälle bezahlen wir jetzt erst die Umzugsgebühren. So, dann holen wir uns doch gleich die Eigenheimberatung. Ja, bitte. So. Wir wollen ein rosa Dach, bitte. Dankeschön. Jetzt haben wir die Meilen plus, glaube ich, oder? Sehr gut. Dann können wir da gleich Dann können wir hier gleich gucken. Fange Schneeflocken, fange Fische, Insekten und Verkäufe. Die können wir alle erfüllen. Jetzt verkaufen wir erstmal die Sachen, die wir gebastelt haben. Und Materialien darf man verkaufen. Ja. So. Damit müssten wir jetzt eigentlich die ersten Meilen plus haben. Also kann ich in meinem Handy die ersten Tasks abhaken. Ich habe die ersten Meilen plus nicht fertig. So, dann haben wir noch Fange Insekten, Fange Fische und Fange Schneeflocken. Das mache ich jetzt mal. Das mache ich auf Kamera, weil das einfach dauern wird. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich sie erfüllt habe. Bis gleich. So, wir spenden jetzt hier die letzten zwei Insekten. Und müssten dann eigentlich eures Zelt bekommen. Oh, oder nur noch eins, okay. Dann holen wir eures Zelt und platzieren das auch gleich. Klicken wir das einfach mal durch. Sehr gut. So. Ja, hier haben wir das Zelt und dann gehen wir und platzieren das schnell. Und ich würde es versuchen, direkt hier irgendwo an den Strand zu setzen. Jetzt schauen wir mal, wo wir hier Platz haben. Ich denke, dass wir hier am meisten Platz haben. Vielleicht noch eins nach hinten. Ja. Hier würde ich sagen, setzen wir es hin und dann arbeiten wir weiter an den Nookmalen Plus. So, nachdem ich jetzt beim Holzhacken die Biene gestochen hat, haben wir jetzt Nummer 2 fertig, Nummer 3 fertig und
An Nummer 4 fertig. Fehlt uns jetzt also nur noch. Ups. Gib Sternis aus, um Sachen zu kaufen. Das können wir hier wohl machen. Ein bisschen was habe ich ja jetzt schon eingenommen. Ich habe das meiste an Unkraut in Strohbetten verwandelt und habe die verkauft. Dadurch haben wir jetzt 15.000 Sternis. Und dann kaufen wir jetzt noch einen Kocher und einmal den Stuhl. Wir haben auch, wie ihr seht, in meinen Haaren eine Schleife und ich habe quasi schon zwei Ballonseeds abgeschossen und in einem war dieses Schleifchen drin und das darf ich ja Gott sei Dank tragen, da ich ja das also das ein Accessoire ist. Wir kaufen jetzt einfach mal noch eine Wackelgießkanne. So, haben wir jetzt schon genug oder muss ich noch irgendwas kaufen? Ich muss jetzt mal gucken. Habe ich jetzt genug eingekauft oder fehlt uns noch was? Schauen wir mal. Nein. Hat nicht gereicht. 900 Sternis müssen wir noch ausgeben. Aber ich habe schon angefangen, Holz zu packen. Da mache ich jetzt auch gleich weiter. Und uns hat eine Biene. Oh nein, wir haben Sternis ausgegeben. Okay, da kriegen wir auch noch Meilen. Und wir müssen uns von noch einer Biene stechen lassen. Was kaufen wir jetzt für 900 Sternis? Ich würde sagen, wir kaufen noch eine Axt. Genau. Und wir kaufen nochmal eine Chrysanthine, würde ich sagen. Perfekt, dann haben wir das eigentlich. Und jetzt müssten wir auch Nummer 5 fertig haben. Genau. So, dann haben wir das hier. Was will das jetzt noch? Oh, ein Meilenstein für die ersten 5 Meilen plus. Sehr gut, damit ist bewiesen, wir haben 5 gemacht. Und jetzt können wir hier noch schauen. Genau, wir haben ja jetzt die Meilen und können im Meilenprogramm einlösen. Da würde ich gerne den Werkzeugring. Da können wir uns dann Klamotten machen, ne? Okay, also ich möchte auf alle Fälle erstmal die Alltagswerkzeuge, dann können wir bessere Werkzeuge herstellen. Eigentlich wollte ich den Werkzeugring, aber ich glaube, wir nehmen die Design-Erweiterung und dann kann ich mir meine eigenen Designs herstellen. Genau. Und ja, ich würde sagen, nachdem wir das hier haben, werde ich jetzt noch ein wenig die Insel zeigen. Die Insel zeigen, ja. Das klingt so, als hätte ich schon so mordsmäßig viel geschafft, aber ich wollte jetzt kurz zeigen, wie es aussieht, denn ich habe ja angefangen, eben das Holz abzubauen. Das mache ich auch dann, wenn wir jetzt hier über die Insel gelaufen sind und ich euch meine Spots zeige. Dann werde ich das einfach auf Kamera weitermachen und einfach noch ja, das restliche Holz holen. Hier seht ihr die Lebewesen, die ich Eugen morgen geben muss. Hier seht ihr meine abgefallenen. Hier habe ich die Sachen gelagert, die ich dann an Flick verkaufen kann. Und hier unten stehen die Sachen dann, die wir an CJ verkaufen können. Hier habe ich die Sachen für Leaf und für ja, die Schneeflocken habe ich da auch mit hingeschmissen. Hier habe ich die Muscheln gelagert und hier lege ich quasi meine Sachen ab, die ich nicht verkaufen kann. Da können wir eigentlich, ich habe hier noch einen Luftballon abgeschossen und oh, hier ist nicht genug Platz. Okay, dann stellen wir es einfach hier so lange hin. Das kam aus einem Ballon. Cool, oder? Und hier haben wir noch eine Chrysantheme, die wir pflanzen können. Sehr schön. Perfekt. Dann können wir auch gleich gießen. Das machen wir jetzt auch noch schnell. So. Und
Mit dem Gießen werde ich mit euch jetzt die erste Folge des Hardcore-Modus beenden. Ich werde es nicht jetzt, dass ich von jedem Tag ein Video mache, sondern es wird einfach Folgen geben. An manchen Tagen werde ich vielleicht nur die Dailies machen können und weiß ich nicht, ob nur Dailies machen für ein Video reicht. Deswegen wird es Folgen geben und nicht pro Tag eine Folge, sondern einfach Folgen, je nachdem, wie ich Zeit habe zu spielen und so. Und ja, und damit beenden wir nackt mit einem geschwollenen Auge Folge Nummer 1 und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss!